Islam Express. Islam Express. Islam Express. Wenn jetzt einer deine Geschichte sieht, du bist jemand, der angefangen hat, sozusagen Theologie zu studieren, katholisch aufgewachsen ist. Und ich weiß, in Bolivien, in Südamerika allgemein, da heißt katholischer Christ zu sein, nicht wie hier in Österreich oder in Deutschland, ja, ich bin katholischer Christen, sondern die sind schon sehr praktizierend, oder? Ja, also das, mit verschiedenen Prozessionen. Ja, und ja, die so sehen das, die nehmen das schon ziemlich ernst, da die, die Religion. Ne? Und deswegen ist das schon, also für mich ist das auch eine begeisternde Geschichte. Wenn, für mich als Muslim, wenn ich jetzt jemanden sehe, boah, Alhamdulillah, der hat sich mit der Bibel beschäftigt, der ist hier hingekommen und dann hat er eine, du warst in einer bosnischen Familie, dann hat er sich, hat er den Islam kennengelernt und am Ende, obwohl er auf einem ganz anderen Weg oder auf einem anderen Weg war, hat er sich dann für den Islam entschieden. Das ist für mich und für alle Muslime eine große Freude. Und das ist auch etwas, was dich motiviert. Ja, jetzt ist es eine Aufgabe für mich, also in meiner Heimat diese Religion bekannt zu machen. Ja, genau. Und das, diese Aufgabe habe ich für mich und ich denke mir, dass Allah, der Barmherzige, hat so gewollt, dass ich dann so mit dieser Konvertierung zurück nach Hause fliege. Ja. Und dort habe ich eine große Aufgabe, meiner Familie die richtige Religion zu zeigen. Was würdest du jetzt machen? Und deswegen wollte ich mit ihnen reden, ja, ja. Dass also sie wurden auch konvertiert. Ne? Also ich bin konvertiert, ja. Zum Islam, ne? Genau. Und deswegen wollte ich sagen, wie sind Sie mit der Familie umgegangen? Wie haben Sie angefangen? Genau, also bei mir, das ist eine super, super Frage. Bei mir war es so gewesen, meine Mutter, die wusste es schon sehr früh, dass ich mich damit beschäftige. Aber der Rest der Familie, ich habe das denen nicht direkt auf die Nase gebunden. Ja? Die haben sich damit angewohnt. Ich war auf einmal am Beten, das hat sich dann auf einmal rumgesprochen. Und ich habe dann am Ende geheiratet. Bei meiner Heirat, islamische Heirat, habe ich die ganze Familie eingeladen. Und bei der Heirat, das weiß der Ibrahim noch nicht mal, und bei der Heirat, da habe ich eine Rede gehalten über den Islam. Das war im Jahr 2002. Ich bin am 11. Mai 2001 Muslim geworden. Im März 2002 habe ich geheiratet. Da habe ich eine Rede gehalten, wo ich also allgemein über den Islam geredet habe. Und so habe ich die daran geführt. Dann habe ich viel mit meiner Cousine geredet, die hat auch Islam angenommen, meine Schwester hat auch Islam angenommen, meine Mutter und mein Vater, die scheinen sehr kurz davor zu sein, Alhamdulillah. Ja. Und die anderen, die sind, stehen alle hinter mir, weil ich immer konsequent gewesen bin, argumentativ versucht habe, die Religion zu bekannt zu machen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, Alhamdulillah. Ja, also ich glaube, ich denke, für Sie war also doch nicht so einfach, aber Sie konnten damit umgehen. Also, ja, ja. Dass die Familie hinter Ihnen steht, obwohl Sie andere... Was ich für dich als Tipp gebe, was vielleicht eine gute Herangehensweise ist, für eine Familie, die sehr stark christlich sind, dass man ihnen sagt, das ist eine Herangehensweise. Natürlich, man wechselt prinzipiell seine Religion, aber was heißt Religion wechseln? Das kann man auch unterschiedlich verstehen. Sag ihnen, wenn man Muslim wird und vorher Christ war, wechselt man eigentlich nicht seine Religion, sondern was macht man? Wie wenn man einen schönen Anzug hat und dieser Anzug, der ist etwas zu eng geworden. Was macht man mit diesem Anzug? Man schmeißt den Anzug nicht in die Mülltonne, sondern man geht mit dem Anzug zu einem Schneider, der macht hier etwas weiter, da etwas weiter, weil der Anzug ist zu eng geworden und ist gewachsen. So. Und so ist es mit dem Islam und dem Christentum. Die Liebe, die man für Jesus hat, die Liebe, die man für Maria hat, die schmeißt man nicht in die Mülltonne. Das Gute, was die Bibel auch lehrt, die Bibel lehrt viele gute Sachen, schmeißt man nicht in die Mülltonne. Nein, man nimmt das mit, aber man perfektioniert das. Man glaubt, dass danach noch ein anderer Prophet gekommen ist. Man glaubt, dass Jesus nicht anbetungswürdig ist, sondern wir beten zu dem Jesus gebetet hat, mit dem Kopf auf dem Boden. Ja, wo ist das Problem? Ich denke, dass das ein gutes Beispiel ist und dass man sagt, ja, wir haben andere Meinungen und
Aber ich habe nicht Jesus verlassen. Das muss man, das ist sehr wichtig, weil natürlich die Christen, die lieben Jesus sehr und das ist gut. Und man soll sagen, ich habe die Liebe zu Jesus nicht aufgegeben, sondern ich liebe Jesus und ich glaube, dass ich Jesus noch näher bin. Das muss man ihnen klar machen. Weil es ist schwer für jemanden, der einen liebt, den er liebt, loszulassen. Aber wenn man sagt, wenn du Muslim wirst, du lässt den gar nicht los. Nein, im Gegenteil, du nimmst den mit. Du liebst ihn weiter. Maria, du liebst Maria, super. Der Islam befiehlt dir, Maria zu lieben. Der Islam befiehlt dir, Jesus zu lieben. Der Islam befiehlt dir, die ganzen Propheten zu lieben. Nimm das mit. Ich denke, dass das gut ist, wenn du denen das auf diese Art und Weise beibringst. Deswegen, also meine ganze Familie sozusagen, nicht nur meine Eltern, sind sehr christlich geprägt. Ja? Und wenn ich mit anderen Gedanken kommen würde, zum Beispiel nicht in die Kirche zu gehen, weil es nicht den richtigen Weg ist, zu Gott zu gehen, nicht also Statuen anzubeten, sondern einfach zu Gott zu beten, diese Beziehung zu Gott zu finden. Ja. Und wenn ich so konsequent am Anfang arbeite, sie würden zu mir sagen, ja, was redest ja. du? Weil also bei uns in Südamerika, durch die Medien, also in Bolivien, ich habe offen gesprochen mit einigen Leuten, ja, dass den Attentat von 11. September sozusagen, ja, es war Islam und Terrorismus, ne, in allen Medien bei uns in Südamerika. Oh, und jeder von meinem Freundeskreis haben gedacht, also ja, wenn jemand Muslim ist, dann beobachten wir ihn als Terrorist, ne? Und jetzt, wenn ich sage dort, ich bin Muslim geworden, wie würden Sie reagieren, denke ich mir. Aber natürlich, ich komme jetzt mit anderen Gedanken, was ich von dieser Religion gelernt habe und wie ist in Wirklichkeit die islamische Religion, was lernt die islamische Religion und woran glaubt die islamische Religion, dass es an einen Gott, so wie alle Propheten gesagt haben. So, ja, ich denke, dass es für dich wichtig ist. Natürlich, man muss eine Grenze ziehen. Du musst wissen, der Weg zu Gott ist auch ein steiniger Weg. Das steht übrigens auch in der Bibel. Das heißt, du musst auch damit rechnen. Und Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 34, ja, ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und ich bin gekommen, um den Vater und die Mutter und so zu entzweien. Ja? Das heißt, man muss konsequent bleiben auf dem Weg, auch wenn sie gegen dich sind. Aber wenn du konsequent bleibst, werden sie sehen, sie können nichts machen. Ja, guck mal, was ich dir für einen Tipp gebe, ist, zum Beispiel mit der Kirche, sonntags. Weißt du, was du sagst? Du sagst zu ihnen, zum Beispiel, ich gehe nicht sonntags in die Kirche, Gott braucht keinen speziellen Tag, um angebetet zu werden. Und Jesus ist auch nicht sonntags in die Kirche gegangen. Ja. Verstehst du, sagst du, Jesus ist nicht sonntags in die Kirche gegangen, sondern Gott muss bei mir immer im Herzen sein. Verstehst du, das ist argumentativ gut. Was sollen sie sagen? Ja. Du musst sagen, Jesus ist mein Vorbild. Jesus ist nicht sonntags in die Kirche gegangen. Gib mir einen Beweis aus der Bibel, dass er sonntags in die Kirche gegangen ist. Ja? So. Deswegen, ist das schlimm jetzt? Nein. Okay. Dann sagst du zum Beispiel Statuen anbeten. Sagst du, Exodus 20, Vers 4, da steht, du sollst dir kein Bildnis machen, für etwas oben im Himmel, unter Erde, unter Wasser. Exodus 20, Vers 4, zweite Kapitel von zweite Buch Moses. Ja. Moses, ja. Exodus 20, ja, mach dir kein Bild. Sagst du, Jesus hat auch kein Bild gemacht, der hat kein Bild von Maria gemacht, der hat nur Gott angebetet. Und dann, wenn sie dich beten sehen, dass der, dann sagen die, warum betest du? Sagst du, ja, ich bete zum Gott, von der Jesus erschaffen hat. Jesus hat auch mit dem Kopf und Boden mit dir, guck mal in der Bibel. Weißt du, wenn du das machst, ja, dann werden sie gucken. Da werden sie andere Gedanken. Ja, natürlich, dann sagen die, eigentlich hat er recht. Dann zum Beispiel Beschneidung. Lukas 2, Vers 21, Jesus war beschnitten. Ja, wir haben Jesus als Vorbild. Wir lassen uns beschneiden. Schweinefleisch, ist kein Schweinefleisch mehr, sagst ja Bibel. Levitikus 11, Vers 7. Kein Schweinefleisch. Verstehst du, ich denke, dass das gut ist, wenn du auf diesen Weg kommst, sagst du, ich folge dem, aber ich habe noch ein anderes Buch. Es gibt das Alte Testament, das Neue Testament und dann gibt es das Neueste Testament. Das ist der Koran. Okay. Jetzt Alte Testament, Neue Testament und Neueste Testament. Okay, dann ich danke dir.
für dieses Gespräch. Inshallah, aber was hat dich denn, bitte, ich will dich auch noch was fragen, was hat dich am Ende dazu bewegt, den Weg zu gehen, diesen Schritt? Du warst selber in der bosnischen Familie, ja, ist klar, aber... Also ich habe in der Familie gesehen, also wie sie gastfreundlich sind und obwohl katholisch bin, also obwohl ich also aus einer katholischen Familie komme, wie sie mich empfangen haben. Also, und wie ich mit ihnen zusammengekommen bin durch die Zeit. Also obwohl du, Entschuldigung, ich will das nur nochmal wiederholen, obwohl du ein kein Muslim warst, obwohl du Katholik warst, du warst in einer muslimischen Familie, die haben dich also ganz, ganz gut behandelt. Ja? Ganz gut behandelt. Super, ja. Und ich habe öfters auch also, mit der Frau des Hauses also ein bisschen über den Koran gesprochen und über den Propheten Mohammed, und also... und wie ich also Theologie studiert habe und wie viele Sachen also richtig sind im Koran, dass du nur einen Gott anbeten sollst oder wie Jesus selber zu Gott gebetet hat und also dass diese Unerklärung der Kirche über die Dreifaltigkeit, also Gottes Sohn und Heiliger Geist, was heißt das eigentlich? Ne? Ja. Und dass die gesamte Theologie nicht dir erklären kann, was heißt das? Ja. Die gesamte Theologie sagt es dir ja nur, das ist ein Mysterium. Mysterium, genau. Ja? Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil du benutzt die richtigen Fachbegriffe dafür. Ja, und also... und außerdem, durch die Geschichte der Kirche hat man auch vieles in der Kirche gesehen. Also so viele Betrügerei sozusagen und wie die Kirche also in der Geschichte auch also ganz Südamerika christianisiert hat durch Gewalt, nicht nur, wenn jemand nicht Christ war, also es hat es die heilige Inquisition gegeben, diejenigen, die nicht Christen waren, wurden als Hexe betrachtet und sie wurden im Feuer verbrannt und so weiter und so fort. Hast du indianische Vorfahren? Weil in Bolivien ist das, gibt es sehr viele Menschen mit indianischen Vorfahren. Halb, also der Urgroßvater war aus Spanien und ist nach Bolivien ausgewandert und dort hat eine indigene Frau geheiratet und dann mein Großvater ist dort geboren und mein Vater ist dort geboren. Natürlich in Spanien, also jetzt heutzutage habe ich noch Verwandte auf Mallorca, also. Und meiner Familie, also väterliche Zeit. Und ja, also deswegen, also mit diesen Gedanken, weil ich schon was studiert habe, habe ich mich davon informiert und ich bin davon überzeugt, dass der Islam die einzige Religion ist, wo in der man sagt, es gibt nur einen Gott, einen Schöpfer und es ist so. Also es ist so, also alle Religionen und sagen, es gibt einen Gott, aber in andere Art und Weise. Manche Religionen, zum Beispiel in der Katholizismus, die sagen, es gibt einen Gott, aber sie betrachten Jesus als Sohn Gottes. Und dann auch diese Anbetung an die Statuen und so weiter und so fort. Und wie die katholische Kirche damit umgeht. Da in Europa sieht man nicht so viel, aber in Südamerika ist es extrem. Da wird zum Beispiel eine Statue durch die Straße mitgenommen, ja, und alle Leute werden mit Blumen darauf schmeißen und manche machen Anbetungen und so weiter und so fort und danach kommt ein großes Fest und viele betrunken sich ohne zu wissen, was sie machen. Ist das eine echte Lehre der katholischen Kirche? Und aber die kommen damit zusammen. Ja. Und ich denke mir, da gibt es so viele Prinzipien im Koran, zum Beispiel, nicht nur die 10 Gebote, sondern nicht nur im Koran sind 14 Gebote, glaube ich, aber sie ähnlich so wie im Alten Testament. Ja, Vater, Mutter, Ehre, ja, es gibt eigentlich sehr, sehr viele Gebote überall, verstehst du? Es gibt jetzt keinen speziell, man sagt, das sind die 10 Gebote oder so, aber die 10 Gebote findet man zum Beispiel im Koran im Allgemeinen an verschiedenen Stellen. Ja? Mhm. Natürlich das Sabbatverständnis, was die Juden hatten, das ist ja auch von Jesus selber dann auch korrigiert worden. Ja? Mhm. Also dass der Sabbat, so wie der gefeiert wird, das ist abrogiert worden. Aber ansonsten die Eltern ehren. Ja, Allah sagt im Koran, Sura Isra,
dass man noch nicht mal uff zu den Eltern sagen kann. Ja. Ne? Ja. Und deswegen sind viele Beweise, die mich zum Islam geführt haben. Und davon bin ich überzeugt. Und mit dieser Entscheidung, was ich die getroffen habe, fliege ich nach Hause, um eine Aufgabe zu haben. Natürlich, ich habe mich ein bisschen informiert, ob es eine islamische Kongregation in Bolivien gäbe. Doch gibt es eine kleine Kongregation, wo ich mich anschließen kann. Und mit denen wo wohnst du? La Paz oder? La Paz. La Paz, also in der Hauptstadt. Wie viel Einwohner habt ihr eigentlich? 2 Millionen. Also ganz Bolivien hat 9 Millionen Einwohner. Aber in La Paz, in der Stadt, wohnen fast 2 Millionen. Inshallah, komm ich mal vorbei. Machen wir Dauer dort, inshallah. Also, ja, hat mich sehr gefreut. Guck mal, ich will dir unbedingt meine E-Mail geben. Ja. Und vielleicht hast du Skype, dass wir über Skype kommunizieren können. Wenn du irgendwelche Fragen hast in Bolivien und wir Hilfe brauchst, dann will ich dir gerne weiterhelfen, Bruder. Ja, das ich würde auch dazu. Ja. Weil ich denke mir, Allah irgendwie hat mich hingefügt auf diesem Weg, weil ich das so vor mir eine große Aufgabe sehe. Wie alt bist du jetzt? 26. 26. Kannst du Englisch? Ein bisschen. Nicht so viel. Warum kommst du nicht nach Ägypten und lernst Arabisch und Islam richtig? Weißt du, was sind das? Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ich habe ja schon gesagt, dass das ist eine gute Idee wäre. Aber ich muss mich davon informieren, wie. Wir bleiben in Kontakt, Bruder. Mhm. Wir bleiben in Kontakt, Bruder. Mhm. Und dann machen wir dich, inshallah, mit der Erlaubnis Allahs. Mhm. Zum Botschafter für Libyen. Mhm. Weil also ich denke mir, meine Heimat braucht jemand, wirklich. Bei uns es ist so viel, wirklich. Es sind so viele negative Sachen, die kommen von der katholischen Kirche, wirklich. Und das muss man ändern. Es ist unglaublich, dass nach jedem Fest, also mit katholisch wird gefeiert, aber dass die Leute ohne Erkenntnis, ohne Sinn trinken und saufen. Und ist alles gebunden mit den Traditionen der katholischen Kirche. Ja. Und das muss man ändern. Viele Prinzipien von meiner Seite muss man ändern. Alhamdulillah, Bruder, inshallah, inshallah werden wir das schaffen. Inshallah schaffst du ganz Bolivien zum Islam zu rufen. Okay. Nimm dir das vor, Achi. Ja, okay. Glaub mir, wenn du im Flugzeug nach Bolivien fliegst, wenn du aus dem Flugzeug rauskommst, dann setze deinen rechten Fuß auf den Boden von Bolivien und sage, Allahu Akbar. Ich bin nur hier hingekommen, diese Religion in jedes Haus zu bringen. Inshallah, glaub mir, Achi. Ich bin inshallah dabei, Achi. Wir bleiben im Kontakt. Ich habe mich echt gefreut. Ich will schon mal umarmen, inshallah. Ja. Jazakallahu khairan, inshallah. Möge Allah dich belohnen und festigen, inshallah. Islam Express. Islam Express. Islam Express.